Alles klar, Bibel klar. Alles klar, Bibel klar. Und das Ganze ging ja noch weiter. Ich habe dann in der Gemeinde Zeugnis abgelegt, im Gottesdienst. Also ich war so schüchtern und zurückhaltend und konnte auch nicht gut sprechen und so weiter. Aber mein Mann hat gesagt, doch, das ermutigt bestimmt den einen oder anderen, wir müssen das erzählen. Und dann habe ich all meinen Mut zusammengenommen und habe das da abgestottert und fast geweint dabei, weil ich so voller Furcht war zu reden. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie kraftvoll rüberkam. Aber jedenfalls kam im Nachhinein dann, nach dem Gottesdienst, eine junge Frau auf mich zu. Also sie war älter als ich, aber ist trotzdem eine junge Frau gewesen. Und sie hat gesagt, während du dein Zeugnis gegeben hast, habe ich innerlich empfunden, ich soll nach dem Gottesdienst zu dir kommen und für mich beten lassen. Und hier bin ich, weil der Arzt hat bei mir letzte Woche Lungenkrebs festgestellt. Die Aufnahmen, die Röntgenbilder zeigen lauter dunkle Schatten und sieht ganz schlecht aus und so weiter. So, und dann habe ich gedacht, das gibt's doch nicht. Ich soll für sie beten. Das geht niemals. Und dann gleich Krebs. Also das war für mich so eine Hürde, so eine Mauer. Ja, wenn jemand ein bisschen Kopfschmerzen hat, ja, dann kann man ja mal beten. Aber Krebs und eine Tatsache, Röntgenbild und so. Oh Mann, ich habe innerlich zum Herrn gefleht, dass er mir helfen möge, weil ich keine Worte hatte. Ich habe ein ganz einfaches Gebet dann gesprochen mit ihr, habe sie an der Hände, haben wir uns gehalten und in einer ganz stillen Ecke, das hat niemand mitgekriegt, habe ich einfach da gestammelt, Herr, rühr sie an, in deinem Blut, in deinem Wort ist Kraft. Du hast alle Krankheit getragen, rühr sie an und hilf ihr und heil sie doch und so weiter. Amen. Und ich habe mich so überhaupt nicht mächtig gefühlt, ganz und gar nicht. Und eine Woche oder zwei später, weiß ich nicht mehr, kam sie dann auf mich zu und sagt, stell dir vor, ich war nochmal beim Arzt und man hat nochmal alles kontrolliert, bevor man da anfängt mit einer Therapie und so weiter, hat nochmal Bilder gemacht und es ist alles in Ordnung. Er hat sich total gewundert. Alle Schattierungen sind weg, alle Schatten weg. Die Stellen, wo eindeutig Krebs diagnostiziert war, alles weg. Und ich habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Also man freut sich innerlich schon, dass das so ist, weil es ist ja eine Tatsache dann. Es ist ja, entspricht ja dann der Wahrheit und ist ärztlich bestätigt. Und so, aber andererseits ist man so ungläubig und denkt sich, niemals, durch mich, durch mein Gebet, nee. Und gleichzeitig habe ich hinterher so gedacht, weil das lässt einen ja nicht mehr los, man denkt drüber nach, wie kann das sein? Ich bin doch nur eine kleine, Anfang 20-jährige, schüchterne Person und das kann doch nicht sein. Und ich habe aber wirklich den Eindruck, dass man innerlich, gerade wenn man so rangeht, natürlich nicht, dass man das dann mit Absicht so tut, dass man so, ja, ich bin ganz schüchtern und so, weil ich war es wirklich, ne? Und ich habe mich wirklich nicht kraftvoll gefühlt. Aber dass man da innerlich an einem Punkt ist und an einem inneren Ort der Abhängigkeit von Gott und der Demut, dass Gott das dann benutzen kann, weil er dann weiß, er kriegt wirklich die Ehre dafür. Es ist dann sein Werk. Es ist überhaupt nicht das Werk dessen, der da die Hand über jemanden schwingt oder betet. Natürlich ist man in dem Sinne dann auch Gottes Sprachrohr und man führt quasi seinen Willen aus. Man ist gehorsam, weil er hat gesagt, heilt die Kranken. Steht in seinem Missionsbefehl ja auch, heilt die Kranken. Es passiert viel zu wenig. Und wenn, dann passiert das in so einer komischen Art, wo man zuerst einmal jemand sein muss, der im Anzug einhermarschiert oder der besonders gekleidet ist, damit auch auffällt, dass er der Heilungsspezialist ist. Dann braucht er vielleicht noch einen roten Teppich und ein paar Bodyguards. Und dann braucht er vielleicht noch große Flyer
und Bücher muss er geschrieben haben und Stadien muss er füllen. Und ja, dann wird Gott was tun. Ich meine, Gott kann immer was tun. Er kann Esel benutzen. Er kann so einen Menschen benutzen. Das ist überhaupt keine Frage. Aber ich glaube nicht, dass es so gedacht war von Gott. Jesus war Jesus, ja, aber er hat auch seine Jünger ausgesandt und hat gesagt, geht und heilt die Kranken. Und die kamen zurück voller Freude, weil es tatsächlich geklappt hat, wenn ich es mal so nennen darf. Es hat funktioniert. Aber man darf dann jetzt nicht schlussfolgern, dass es funktionieren muss, weil Funktion hat immer mit einer Methode zu tun. Und ich glaube nicht, dass es Gott, dass Gott nach Methode F arbeitet. Er will immer unseren Charakter ändern. Und er will immer, dass wir in Beziehung